Wissenschaftsjahr 2015, Anlegestelle Hamm. Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft hat festgemacht. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung legt das Schiff auf seiner großen Tour in rund 40 Städten an. Und dort, wo sonst die Fracht lagert, gibt eine interaktive Ausstellung Anregungen für die Zukunft statt. Wohnen, Mobilität und Vernetzung, Natur und Stadt, Energie und Klima, das sind die Themen im Schiffsbau. Im virtuellen Elektroauto muss man zum Beispiel Eis möglichst energiesparend von A nach B befördern. Das Auto, da musste man das steuern und ich fand es auch gut, dass die sagten, wie nach links ab. Und da sagt auch einer mal, wenn man langsamer fährt, kann man sogar Strom gewinnen. Die Ausstellung zeigt, Wissenschaftler forschen intensiv, damit die Stadt der Zukunft den Herausforderungen gewachsen ist. Viele Szenarien sind denkbar, das zeigt auch der Zukunfts-Selfie-Automat. Für das Selbstporträt kann man sich einen futuristischen Hintergrund aussuchen. Und schon steht man in der Stadt seiner Wunschzukunft. Die MS Wissenschaft will anregen zur klugen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zukunft. Dazu gehören Klimaanpassung, Energiesicherheit, gute Arbeit oder das soziale Miteinander. Und nicht nur in Hamm geht es immer wieder um konkrete Stadtplanung. Dialog an Deck. Um Wissenschaft und Gesellschaft auch persönlich ins Gespräch zu bringen, wird die Ausstellung durch Diskussionen ergänzt. In Hamm diskutieren Experten über die Smart City. Wie lebt es sich in der vernetzten Stadt? Carsten Große-Stahmann, Demografie-Experte der Bertelsmann-Stiftung, prognostiziert: Das, was wir aus den Vorausberechnungen wissen, ist zum Beispiel, dass der Unterschied zwischen Stadt und Land sehr viel ausgeprägter noch sein wird. Das heißt, die Zuwanderer, die nach Deutschland kommen, werden vor allen Dingen in den Städten sesshaft werden. Das heißt, das sehen wir auch in den Zahlen, dass wir dort eine vergleichsweise junge, Klammer auf, auch technikaffine, Klammer zu, Bevölkerung haben werden. Die suburbanen Räume dieser Metropolen gewinnen auch stark mit. Aber je weiter wir von den eigentlichen Städten wegkommen, desto ländlicher wird es naturgemäß, aber desto stärker haben wir eben mit Schrumpfung und auch mit Alterung zu kämpfen. Und da ist das Konzept der Smart Cities sozusagen eine wichtige mögliche Strategie im Sinne von, wie können wir ermöglichen, dass gesellschaftliche Veränderungen tatsächlich handhabbar werden für die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. Doch bevor die Smart City Wirklichkeit werden könnte, müssten bestimmte technische Voraussetzungen geschaffen werden, so Technikexperte Professor Harald Matthies vom Fraunhofer Institut. Sie haben gesagt, der demografische Wandel ist ein wichtiger Treiber. Ja, auf der technischen Seite ist es IT, weil Smart City ist nicht denkbar, ohne dass man die entsprechende IT-Infrastruktur hat, ohne dass die Anwohner damit umgehen können, die Angebote, die es gibt, auch wahrnehmen etc. pp. Also da ist ganz viel zu tun. Michael Lobeck, Stadt- und Regionalforscher an der Universität Bonn, hat die praktischen Anwendungen erforscht. Am wirkungsvollsten, was den Zugewinn an Lebensqualität angeht, waren die Projekte im Medizinbereich. Also und zwar relativ schlichte Modelle, für die man, würde ich jetzt sagen, das ganze Breitband gar nicht gebraucht hätte. Aber was in dem quasi Umfang entstanden ist. Also ein Beispiel: Herzinsuffizienzpatienten müssen relativ häufig in die Klinik, um relativ triviale Dinge zu machen. Ja, die kriegen dann Blutdruck gemessen, Gewicht und noch irgendwie ein, zwei Dinge, die sie aber eigentlich alle auch selber machen können. Und das Projekt hat nichts anderes gemacht, als den
in Anführungsstrichen intelligente Dinge nach Hause zu stellen, also eine Waage, die mit einer Box auf dem Fernseher korrespondiert und dann darüber das sozusagen in den Klinikrechner speist. Das klingt so, als wenn wir so technologiegetrieben wären. Also selbst wir bei Fraunhofer sind das nicht mehr in weiten Teilen. Sondern wir denken auch mit den Studierenden szenariobasiert. Also da geht es um Lösungen, die man erarbeitet und nicht primär um die Technologie, die irgendwo dahinter steckt und die man jetzt, weil sie da ist, auf Dabelkom raus verwenden muss. Ja, ich glaube, dass allgemein nicht nur die Smart City, sondern dass die Technologie ermöglicht, dass man offener und transparenter wird. Ich glaube, das ist einer der Kerne. Werden wir mehr zu virtuellen Konferenzräumen in der Smart City kommen oder wird sich da wenig verändern? Und ja, wie verändert sich überhaupt die Arbeitswelt weiter für die Brainworker, die es ja immer mehr gibt? Was hat das für die für Konsequenzen in der Smart City? Es gibt eine Studie, die ist von, glaube ich, 2012 von zwei Ökonomen aus Harvard, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben halt mal durchgerechnet, haben sich die Berufsstrukturen in den USA angeguckt, von allen möglichen Berufsgruppen. Geguckt, was tun die denn wirklich? Also haben das aufgeschlüsselt und haben dann geschaut, okay, und was sagen uns Experten, können heute intelligente Systeme schon und was können die morgen? Und dann haben die abgeschätzt, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren 47% der heutigen Beschäftigten nicht mehr benötigt werden, weil das von intelligenten Systemen übernommen werden kann. Und das betrifft keinesfalls nur einen Lastwagenfahrer, dessen Auto dann autonom fährt, sondern es betrifft auch ganze Rechnungsabteilungen, weil diese ganzen Buchungen alle automatisiert passieren können, bis hin zu, das habe ich letztens auf dem Architektenkongress gesagt, eben auch Architekten. Ja? Aber ich glaube nicht, dass das so eins zu eins umgesetzt wird, dass man also auf so viele Menschen verzichten wird. Also was wir sehen im IT-Bereich beispielsweise, Sie haben eben Industrie 4.0 angesprochen, da ist es so, dass man einfach anders ausgebildete Personen braucht. Das macht schon Probleme genug. Es gab so wirkliche Fehlentwicklungen. Ne, irgendeiner hat mal schön gesagt, die Pendlerpauschale in Verbindung mit der Eigenheimzulage war nichts anderes als die Aufforderung, aus den Städten rauszuziehen. Ja, zum Glück erleben wir jetzt aus meiner Sicht, dass es so eine Art Renaissance der Städte geben wird. Und ich frage mich, ob man dieses Denken in Flächenkategorien, ob das noch im Prinzip die Antwort auf eine sich flexibilisierende Gesellschaft ist. Das ist definitiv nicht der Fall. In dieser Studie haben wir auch untersucht, was denn nun planerisch, und die Frage ist vollkommen richtig, die Sie stellen, die ist auch extrem wichtig, was denn nun planerisch eigentlich anders gemacht werden muss. Und das, was Sie sagen, geht ja davon aus, dass ich in horizontalen Ebenen denke. Da gibt es irgendwie die Ebene Gasversorgung, Wasserversorgung, Abwasser und so weiter, IT-Infrastruktur. Was aber tatsächlich dort, wo man Städte oder Stadtteile als Living Lab, als lebendiges Labor verwendet hat, rausgekommen ist, dass man vertikal denken muss, dass man zum Beispiel vernetzte Energien hat, dass ich in einem Stadtteil drei unterschiedliche Energieformen finde. Da hat einer ein PV-Modul, er hat einen BHKW und dann hat er noch den örtlichen Versorger, der auch noch einspeisen darf. Und dann habe ich drei Energieformen, eventuell sogar noch Solarthermie auf dem Dach, vier Energieformen. Egal, wo man hinguckt, auch im Bildungswesen, gerade stellt man fest, es ist nicht mehr diese klassische Schichtung, ja, oder Bedürfnispyramide, sondern es sind viele kleine Bedürfnispyramiden, die nebeneinander stehen, sodass diese Vertikalität eine viel größere Bedeutung erlangt. Und die Vertikalität in dem einen Stadtteil kann eine ganz andere sein als in dem anderen Stadtteil. Und diese Flexibilität, die ist einfach wichtig. Wenn zum Beispiel die Politik sich entschlösse in Deutschland, bleiben wir ich spreche im Konjunktiv, bei Telemedizin im ländlichen Raum einen Akzent zu setzen und zu sagen, da investieren wir, hätten wir auch einen Treiber. Also will sagen, neben dem Business Case und der politischen Verantwortung, glaube ich, kann auch der Bürger selbst oder die Bürgerinnen und Bürger können auch selbst Treiber solcher Prozesse sein. Meine Erfahrung aus der Begleitung solcher Prozesse ist, dass dann wirklich viele gute Ideen in relativ kurzer Zeit entstehen, die sozusagen eine Agenda auch für die politisch Verantwortlichen sein können. Und ich würde mir dann wünschen, dass die eben auch, was ist eine kulturelle Veränderung, das im Sinne von Smart City weiter denken und sich überlegen, was heißt das für das, was wir tun müssen und was heißt das auch zum Beispiel bezogen auf Digitalisierung, auf Technik, was wir da sozusagen stützen und fördern können. Freifunker sind jetzt auch hier sehr interessiert, was zu machen, in vielen Kommunen auch schon.
da stellt sich mir die Frage, was ist die Motivation? Mit Sicherheit auch eine politische oder gesellschaftliche Überzeugung, Transparenz zu schaffen, Freiheit für alle, Internet für alle zu schaffen. Ich finde es gut, die Freifunker haben im Prinzip auch den Gesetzgeber überholt. Sie haben es einfach gemacht, einige Städte haben die sich auch wirken lassen, obwohl die Gesetzeslage das nicht hergegeben hat. Da haben die Freifunker im Prinzip, waren ein wichtiger Treiber letztendlich, um WLAN-Netze in Cities zu installieren. Herr Lubeck. Ja, kann ich nur vollkommen zustimmen. Also würde ich sagen, das ist ein gutes Beispiel, wo Leute sozusagen aus welcher jetzt individuellen Motivation auch immer, die das tun, also ob das altruistisch ist oder weil man was Sinnvolles tut, für sich selbst sozusagen besteht, ist mir alles egal, die machen das sozusagen. Es scheint keine ökonomische Funktion zu sein, weil es gibt keinen ökonomischen Rückfluss, also muss das was anderes sein. Und ja, die machen, gehen sozusagen innovativ vor, legen die Gesetze so kreativ aus, dass es sozusagen passt. Und ja, wenn wir ein bisschen Glück haben, schafft das Bundeskabinett ja auch noch irgendwas zu beschließen oder der Bundestag, was das nochmal leichter macht. Aber das sieht im Moment ja nicht ganz so gut aus. Vielen Dank.